So. Einmal upgraden. Soldat. Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu City Skylines. Mein Name ist der Ed von Gaming.tv. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, beim letzten Mal haben wir hier unter anderem diese kleine Region mit angelegt. Sieht auch schon ganz nett aus. Und da wollte ich jetzt eigentlich weiter anknüpfen, indem wir uns jetzt ein neues Gebiet holen. Und ich habe mir überlegt, da das hier eigentlich ganz schick ist und da auch, dieser Weg hier so ist, den man wunderbar benutzen könnte, um zum Beispiel auch eine Anbindung an die Autobahn zu bekommen. Habe ich mir überlegt, holen wir uns doch das jetzt mal. Eventuell auch, wenn es geht, noch ein zweites. Schauen wir mal. Ich hole erstmal das hier. Und wir können noch eins kaufen. Holen wir uns gleich noch das dazu. Wunderbar. Das heißt, wir können jetzt diese schöne Auffahrt hier nutzen und dann direkt an die Autobahn anklemmen. Das ist der Plan erstmal. So, da gehen wir hoch mit einer großen Straße natürlich. Ich habe hier irgendwie so ein Faible für diese mit den Alleen. Und wie immer versuche ich so ein bisschen Gefälle zu steil. Ach komm, hör doch auf. Ist doch nicht zu steil. So. Führt nach oben. Mit einer Bodenwelle. Und jetzt gucken wir mal, was wir hier so haben. In Sachen Kreuzung. Kleeblatt. Dreibahnkreuzung. Eventuell das hier so hinmachen. Genug Kohle hätten wir ja theoretisch. Aber dann müssten wir halt ein bisschen alles umlegen. Aber wäre ja nicht schlimm. Wenn wir das so rankriegen. Machen wir auch. Wir legen die Autobahn einfach ein bisschen nach oben. Ah, zack. So, und dann machen wir nämlich Folgendes. Dann nehmen wir die Autobahn. Machen das mal ein bisschen weg. Führen die hier so lang. So. Mit einem Bogen. Passt. Passt auch schon, das ist gut. Dasselbe machen wir jetzt hier. Ich versuche es möglichst gleichmäßig irgendwie ranzubekommen, was sich aber natürlich etwas schwierig gestaltet. Da müsste es irgendwie noch ein Tool geben, dass man da irgendwie die gleichen Abstände irgendwie rankriegt. Irgendwie so. Ah, nicht. Naja. Nicht wunderschön, aber kann man mit leben, sag ich mal. Aber warum habe ich denn da jetzt... Genau, die Lärmschutzwände sind ja hier überflüssig. So, das funktioniert schon mal. Sehr gut. So, den ganzen Schmodder mal weg. Und weiter geht's. Kann man dann auch irgendwie noch so ein bisschen hochkommen, eventuell. Gut. Geht so. Kann man so durchaus lassen. Dann haben wir nämlich hier den Platz... Nämlich auch noch optimal genutzt. Halt, einer muss noch weg.
Wuppdiwupp. So, Autobahn wieder angeschlossen. Jetzt brauche ich noch einen Kreisel. Dann nehmen wir einen großen. Machen wir so. Damit das optimal geregelt ist. So, halt, 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 halt. Zack. Weg damit. So, okay. So, Auffahrt, Abfahrt, wunderbar. Direkt in den Kreisverkehr. Ich frage mich nur, ob das gerade so sinnvoll war, das so zu machen. Denn eigentlich... Ja, weil wenn die da hier voll reinpreschen, obwohl die werden abbremsen. Die werden abbremsen. Genau, die werden abbremsen. Wenn man sich das oft genug einredet, dann werden die auch abbremsen. So, passt. Angeschlossen. Ja, mal gucken, ob die das auch nutzen. Ja, der erste fährt da schon mal, das ist gut. Der fährt rum. Und fährt er runter? Ja, er fährt runter. Sehr gut. In das neue Gebiet. In das Neubaugebiet sozusagen. Direkten Anschluss an die Autobahn. Mehr oder weniger. Finde ich gut. So, was haben wir denn da? Ich wollte jetzt eigentlich nochmal was Schickes hier in den Kreisel bauen. Da hatte ich nämlich auch was gesehen. Was ich hatte. Mal schauen. Das war doch hier hinten irgendwo. Bingo. Das ist zu klein, zu klein, auch zu klein, alles irgendwie zu klein. Ein schicken Tower. Ist das hier? Oh, das sieht schon eher nach was aus. Eine Statue. Kann man das reinsetzen? Wollen wir es probieren? Na komm, wir setzen mal etwas rein. Ja, das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Sehr schön. Sehr schön. Schick, schick. Und die Bahn wird genutzt, beziehungsweise die Abfahrt. Die Straße, das ist schon mal sehr schön. So habe ich es mir vorgestellt. Man kann sich gar nicht satt sehen daran. So, dann haben wir hier. Hier werden wir uns jetzt ausbreiten, genau. So, ich nehme wieder die große Straße. Obwohl da hinten ist jetzt als kleine Straße. Ist ja Wohngebiet, okay. Dann nehmen wir auch da die kleinen Straßen erstmal, führen uns da raus. So. Einmal upgraden. Soll da reinführen. Und endet in einer großen Straße. Fast. Noch nicht zufrieden. Weil die Maße hier irgendwie nicht ganz passen. Gefällt mir noch nicht. Das gefällt mir nicht. Weil es hier ein bisschen schief ist. Etwas schief. So, machen wir es denn so. 90 Grad. 90 Grad. Jetzt ist es perfekt. Ja, es ist perfekt. Da führt es dann raus.
Und da ich ja gerne mit Kreisverkehr arbeite, kommt hier noch ein kleiner Kreisverkehr ran. Und dann geht's hier quasi ins nächste Viertel. Und dann werden wir jetzt mal... Ja, was brauchen wir? Momentan herrscht ja so gut wie kaum Nachfrage. Was ein bisschen schade ist. Finde ich. Und was ich auch nicht so ganz nachvollziehe. Passt der da rein? Nein, der passt da nicht rein. Ich glaube, für den Kreisverkehr ist es zu klein. Obwohl, der würde passen. Der auch. So, in Ordnung. In Ordnung. So, hier dreht die Tram. Sieht wunderbar aus. Ich finde es einfach nur cool. Wie sie dann anhalten sogar noch. Damit sie sich nicht gegenseitig hier umhauen. Finde ich genial. So. Sieht alles noch ein bisschen kahl aus. Da muss ich mir noch ein bisschen was einfallen lassen. Eventuell einfach mal ein paar Bäume. Dann sieht das Ganze vielleicht ein bisschen freundlicher aus. So. 1, 2, 3, 4. Hier kommen auch noch ein paar Bäumchen hin. Zack, zack, zack geht das jetzt hier. Wunderbar. Wunderbar. So. Machen wir mal Folgendes. Warum graden wir das hier nicht einfach ab? Sieht irgendwie so ziemlich unschön aus. Gefällt mir ja gar nicht. Genauso wie mir das hier nicht so wirklich gefällt. Das ist, glaube ich, beziehungsweise einfach nur mal einen Rundkurs. So, das sieht besser aus. Immer diese hässlichen Kreisverkehre. Gut, kümmern wir uns jetzt mal wieder darum. Ich werde jetzt hier noch was anlegen. Mal gucken, wo es mich nach was verschlägt. Vielleicht hier mit so einer krassen Kurve. Das können wir doch schlauer machen. So, wie sieht's denn damit aus? 90 Grad. Wird ein bisschen eierförmig, habe ich das Gefühl. Nochmal wegruppen. Oh, Strom. Okay. Wo? Ah, okay. Die Dinger brauchen Strom. Okay. Ja, dann müssen wir gleich nochmal nachlegen, was den Strom angeht. Mal gucken, was wir hier so Feines haben. Gas Power Station. Haben wir hier was Alternatives? Cold Fusion Reaktor. Lärmbelästigung. 60 Megawatt. 60 Megawatt. Ja,
Komm, wir ballern dich hier einfach hier mal mit rein. Es müsste wieder genug Strom da sein. Komm, Strom? Naja, nicht wirklich, ne? Das ist der Burner. Viel haut das nicht raus. Echt hardcore. Was haben wir denn hier noch? Ölkraftwerk. Verschmutzung. Verschmutzung. Das ist alles so ekelhaft. Staudamm. Wenn ich hier was staue, überschwemmt es. Aber hier hinten könnte man ja eventuell... Obwohl, nee, das ist mir eigentlich ein bisschen zu hot. Oder hier? Letzte Produktion 0 Milliwatt. 16. Das lohnt sich ja nicht wirklich. Dann wäre das ganze Wasser ja weg. Frage, will ich das? Nicht wirklich, ne? Da steht, wir haben eine Nahverkehrslinie, die keinen Kreislauf bildet. Wenn Sie möchten, dass Ihre Bürger, damit müssen Sie... Ja, das ist super. Und welche ist das? Okay. Weg. Ich glaube, das war's. Fehler behoben. Aber so langsam bekommen wir ja wieder Nachfragen. Das ist wunderbar. Dann können wir hier wieder was Schönes draus basteln. Ich nehme jetzt mal nur die Dinger mit Gras. Und mach das mal ein bisschen gerade. Ich habe da eventuell eine Idee, da könnte man vielleicht hier so eine Art Shopping Center hinbauen. Eventuell. Aber ob wir das so machen, bin ich mir noch nicht ganz schlüssig. So. Mit einem leichten Knick drin. Oh, dann lieber so. Gut. Machen wir hier mal wieder so ein bisschen kleineres Gebiet hin. Muss ja nicht überall Hochhäuser sein. Und die haben wahnsinnige Nachfrage nach wie heißt es denn jetzt? Gewerbegebiet, das ist ja der Wahnsinn. Hätte ich jetzt echt nicht gedacht, dass sie so viel Nachfrage danach haben. So, haben wir auch noch was sehen? Was ist denn das hier? Eine Oberschule, okay. Staumäßig, wie sieht's aus? Oh ja. Da oben ist natürlich höllisch Verkehr. Hier auch. Okay, aber das wird sich nun mal nicht vermeiden lassen. Wir wollen alle da rein. Normalerweise müsste ich ja theoretisch von da auch noch irgendwie runter was legen, damit die direkt in die Stadt können. Aber das ist ja halt verkehrt. Zup. Wahnsinnsaufgabe. Wasser fehlt. Okay. Wasser müssen wir auch gleich wieder nachlegen. Aber eins nach dem anderen. Erstmal hier angedockt.
Zap. Noch haben wir. Gut. Gut, gut. Gar nicht schlecht. So, ihr wollt ja sowieso Gewerbe haben. Dann bekommt ihr jetzt auch Gewerbe. Und dann wird hier jetzt erstmal schön Geschäfte gebaut. Wir haben ja da einen ganzen Stamm voll, sag ich mal. Was ist das denn hier? Bombastischer Sprengbrunnen. Oh ja, der ist wirklich groß. Aber ich glaube, der passt hier mittig ganz gut rein. Mal gucken, wo war er denn? Ja, sehr schön. Der passt hier wunderbar hin. Was haben wir denn da noch? Club Kelvin? Nee. Club Celsius. Was ist das denn hier? Und ein College Baseball Stadium? Nee, nee. Multi-Story Car Park. Okay, okay. Brauchen wir. Was haben wir denn hier? Hätten wir noch ein Lidl? Da oben. Dann bauen wir hier noch einen kleinen Netto hin. Ikea. Oh, riesig. Ikea ist riesig. Kommt dort auch noch mit hin. Was ist das hier? Morrisons, auch groß. Lass mal schauen. Oh ja. Nicht unübel. Aber Ikea braucht noch einen Parkplatz. Das geht ja gar nicht. Wenn wir den Parkplatz dann gebaut haben, dann sind wir für heute auch erstmal durch. So. Ich muss jetzt wieder zurückscrollen. Das kennt ihr ja leider. Bei so viel Kram, was man hier hat. Lässt sich das nicht vermeiden. Achso. Eine öffentliche Toilette, warum nicht? Ein Quickmark. Ach schade, der passt da nicht rein. Das ist. Ah. Aber eine Tanke. Muss ja noch hin. So, lass mal gucken. Was ist das hier? Fußballparkplatz. Ich will eigentlich nur einen normalen Parkplatz haben. Was ist das hier? Parkplatz 12x18. Schade, dass der jetzt hier nicht so reinpasst. Ich glaube, jetzt passt er da rein. Halt. Genau. Großer Parkplatz muss sein. Das muss einfach sein. Zack. Einmal rum, bitte. Frag mich zwar, wie die da reinfahren, aber okay. Bin mal sehr gespannt. Wir werden es dann wohl erleben. So. Machen wir hier noch ein paar Bäumchen hin? Ja, ne? Sieht freundlich aus. So ein, zwei Bäumchen. So. Sieht schon gut aus. Aber hier können wir definitiv noch mehr hinbauen. Gucken, was hier noch sich so entwickelt in den nächsten Stunden. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Wir machen für heute erstmal Schluss.
denkt ans Feedback, ans Abo natürlich. Und ansonsten, ja, ich bin für heute erstmal raus. Macht's erstmal gut. Euer Ed von der Gaming.tv. Bye bye.